Was benötigen wir zur Herstellung eines Hagebuttenweins? Wir benötigen 3 Kilogramm frisch gepflückte Hagebutten, ein Gärgefäß, einen Gärverschluss. Bei der Maischegärung ist darauf zu achten, dass man mindestens 50% Gärvolumen über der Maische hat. 8,5 Liter Wasser, 2,8 Kilogramm Zucker, eine Reinzuchthefe, Sherry, Malaga oder Portweincharakter, 4 Gramm Hefenährsalz, 10 Milliliter Antigeliermittel und 40 Gramm Most Milchsäure 80%ig. Der nächste Schritt ist das Entfernen der Stiele und das Entfernen der Blütenköpfe. Jetzt werden die Hagebutten gewaschen und sie sollten aber nicht zu lange im Wasser verbleiben, da das Wasser das Vitamin C auslösen könnte. Für eine Maischegärung müssen die Früchte nun zerkleinert werden. Das macht man entweder mit dem Messer fuchteln oder kleinschneiden. Eine andere Möglichkeit ist, mit einem Holzstampfer portionsweise zerstampfen. Oder wer hat, der verwendet eine Zerkleinerungsmühle. Die macht das alles sehr klein. Jetzt geben wir die zerkleinerten Hagebutten in das Gärgefäß. Auf 8,5 Liter Wasser kommen jetzt also 2,8 Kilogramm Zucker. Und das Ganze wird jetzt erhitzt, damit sich der Zucker auflöst. Die Auflösung des Zuckers wird dadurch unterstützt, dass man umrührt. Die heiße Zuckerlösung wird also zu den zerstampften Hagebutten gegeben. Wichtig ist, alles muss gut durchgerührt sein. Nach einer Abkühlung auf 40 bis 50 Grad Celsius kommen dann die 10 Milliliter Antigeliermittel und dann nochmal gut umrühren. Nach Abkühlung auf 20 bis 25 Grad kommen 40 Gramm Milchsäure, dann 4 Gramm Hefenährsalz und dann die Edelzuchthefe. Jetzt habe ich Sherry verwendet, weil aus dem Hagebuttenwein nachher Sherry gemacht werden soll. Wenn das alles erfolgt ist, wird der Gärverschluss aufgesetzt, wird der Behälter geschlossen und soll dann bei 20 Grad gären. Der Gärbehälter ist täglich einmal umzuschwenken, damit die Maische untergemengt wird. Nach ca. 2 Wochen nimmt man die Maische heraus, presst sie ab und gibt sie dann auf kleinere Ballons. Den Gärballon mit einem wassergefüllten Gärverschluss verschließen und dann weitere 4 Wochen bei 20 bis 25 Grad aufbewahren. So, und nun wird der letzte Saft aus der Maische ausgepresst.
Hier wird jetzt auch der Gärverschluss wieder aufgesetzt. Und da aus diesem Hagebuttenwein Sherry gemacht werden soll, wird bewusst viel Luft über dem Wein gelassen, damit er bei der weiteren Vergärung in den nächsten 2 bis 4 Wochen oxidieren kann und dass daraus ein Sherry wird. So, und wie im Kitzinger Weinbuch steht, kann man also aus dieser getrockneten Masse ein gutes Vogelfutter herstellen. Zur Bestimmung des Alkoholgehalts verwenden wir ein sogenanntes Vinometer, worin wir eine Teilmenge vom Hagebuttenwein einfüllen, lässt etwas abtropfen, verschließt mit dem Finger, dreht das Ganze um, nimmt man den Finger weg und durch die Kapillarwirkung sinkt jetzt der Flüssigkeitsspiegel. Und da, wo sich die Flüssigkeitsoberfläche befindet, kann man die Alkoholzahl ablesen, in diesem Falle 16-17%. Wir kippen unseren Gärbehälter etwas, damit keine Hefe mit auslaufen kann. Und jetzt beginnen wir mit dem Abziehen von der Hefe. Wenn wir einen Hagebuttenwein machen möchten, dann schwefeln wir jetzt also mit 1 Gramm pro 10 Liter Hagebuttenwein, geben also diesen Schwefel in eine Teilmenge und rühren den Schwefel gut um. Wenn wir einen Sherry machen möchten, dann ist der Schwefel nicht erforderlich. Dann wird nicht geschwefelt. Den geschwefelten Hagebuttenwein geben wir jetzt zu der Gesamtmenge, also 1 Gramm pro 10 Liter. Wenn Wein hergestellt werden soll, ist es mitunter besser, man verwendet zum Abziehen einen Schlauch, da hierbei der Wein nicht so mit Sauerstoff in Berührung kommt. Jetzt nehmen wir den Gärverschluss ab. Und dann können wir vorsichtig absenken. Und abschließend verschließen wir den Ballon wieder mit einem Gärverschluss. Nach dem Ende der Gärung können wir den Wein von der Hefe abziehen. Dazu nehmen wir den Gärverschluss ab und bereiten einen Schlauch vor, der auf beiden Seiten eingeschlitzt ist. Das ist dafür da, damit der Schlauch sich nicht im Glasballon festsaugt. Nach der Gärung hat man also die Möglichkeit, den Wein zu testen. Wem der Wein nicht süß genug ist, der kann den Wein halt mit 20 bis 60 Gramm Zucker nachsüßen. Mit einer Waage und Zucker ermitteln wir die ideale Menge Zucker, die wir zugeben müssen, damit die entsprechende Restsüße erreicht wird. Und in diesem Falle süße ich mit 40 Gramm pro Liter Zucker süße ich nach. Damit keine Kleinteile in den Behälter kommen, verwenden wir bei und ziehen ihn von der Hefe ab. Zum Ende führen wir den Schlauch immer weiter mit in die Tiefe und achten darauf, dass wir keine Hefe ansaugen. Den Behälter noch gleich kippen. Im Behälter verbleibt dann die Hefe, die entsprechend zu entsorgen ist. Der Zucker wird kalt aufgelöst und man kann dazu ein bisschen umrühren. Und dann setzen wir den Gärverschluss auf. Wenn wir einen Sherry herstellen, soll Luft über dem Wein verbleiben. Zur Hagebuttenweinherstellung wird der Ballon vollgefüllt, dass wenig Luft über dem Wein verbleibt.
Ich wünsche ein gutes Gelingen und für Sie später dann auch zum Wohl.